Diesen drei Profi-Tipps in unter 3 Minuten wirst du dein Gameplay auf ein neues Level heben und am Ende, wenn du noch eine Minute länger dran bleibst, bekommst du von mir den ultimativen Bonustipp, wie ihr schnell besser werdet, wenn ihr ein neues Spiel lernen wollt. Tipp 1: Besseres Crosshair-Placement. Gute Spieler aimen nicht auf die Kante, wenn sie eine Enge halten. Aime immer etwas vor die Kante, um deine Reaktionszeit zu reduzieren. Beim Aimen auf die Kante hast du immer das Problem, dass nachdem du den Gegner siehst, du deine Maus immer ein Stück bewegen musst, um deine Reaktionszeit auszugleichen. Das gibt dir einen krassen Nachteil, vor allem wenn dein Gegner Tipp Nummer 2 benutzt. Tipp 2: Lerne die Map und aime durch die Wand auf die Positionen, in denen dein Gegner sitzt. Beim Aimen um die Kante herum hast du immer den Nachteil, dass du dich A zu mehr als einer Engel auf einmal exposed und B, dass du wieder die Maus bewegen musst, wenn dein Gegner auftaucht. Diesen Tipp habe ich vielen guten Spielern an die Hand gegeben und jeder hat mir hinterher gesagt, es fühlt sich einfach an wie Cheaten. Tipp 3: Spiele regelmäßig Deathmatch oder einen anderen Spielmodus, der dir Spaß macht. Spaß und gut performen gehen Hand in Hand. Im Deathmatch hast du den Vorteil, dass du viele Gunfights in einer kurzen Zeit hast. In einem Spielmodus wie 5 gegen 5 Bombe hast du pro Runde maximal 5 Gegner und eine limitierte Anzahl von Runden. Im Deathmatch hast du fast 100 Aim-Duelle in weniger als 10 Minuten Spielzeit. Es soll ein Add-on für dein Training sein und nicht den ganzen Tag ausmachen. 20 Minuten sind vollkommen ausreichend. Und jetzt für alle, die dran geblieben sind, der Bonustipp: Immer, wenn ich ein neues Spiel anfange, ist es sehr verlockend für mich, auf YouTube Stunden zu verbringen und alles über das Spiel zu lernen und aufzusaugen. Und das ist auch jetzt nicht schlecht, aber es sollte wie auch bei Tipp 3 nur ein Add-on sein. Starte das Game, such dir ein bis zwei Klassen aus, die dir gefallen, und spiele nur diese, bis du wirklich das Spiel, deine Abilities und wie du sie einsetzen kannst, verstanden hast. Würde ich heute nochmal mit Rainbow Six anfangen, würde ich mit 2 Attacker und 2 Defender raussuchen und nur diese spielen, egal auf welcher Map und Bombsite. Lerne zu verstehen, wie dein Toolkit funktioniert, um Probleme, die du hast, über dein eigenes Toolkit zu lösen. Es bringt dir nichts, 20 Operator zu 10% zu verstehen, wenn du lieber 4 Operator zu 100% verstehen kannst. Wenn du so spielst, wirst du mit der Zeit immer kreativere Lösungen finden, um mit deinem Problem klarzukommen. Und hey, am Ende entdeckst du vielleicht etwas komplett Neues, was bis jetzt noch keiner gemacht hat. Und morgen sitze ich hier und schaue mir dein Video auf meiner For You-Page an, weil du etwas Neues gefunden hast, was vorher noch kein anderer mit diesem Operator entdeckt hat. Das waren 4 Tipps in 4 Minuten, beziehungsweise 3 Tipps in 3 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Das gibt eine Anzeige.